übernimmt jetzt nach dem Aufwärmprogramm das Kommando. ...55 Jahre jung, in Trier geboren. Wie schon angerissen. Übernimmt jetzt nach dem Aufwärmprogramm das Kommando. 55 Jahre jung, in Trier geboren, wie schon angerissen. Einige dabei: Aitama, Brückner, Fukui, Janicek, Marusic und Pavlovic. So, Arno Michels übernimmt jetzt nach dem Aufwärmprogramm das Kommando. 55 Jahre jung, in Trier geboren, wie schon angerissen. Langjähriger oder ständiger Weggefährte von Thomas Tuchel bei all seinen bisherigen Profistationen, beginnend in Mainz. Dann mit einem Jahr Pause bei Borussia Dortmund, anschließend Paris Saint-Germain und Chelsea. Thomas Tuchel, der ja betont hat, dass es eine Ehre ist und auch nochmal beschrieben hat, wie es war am vergangenen Freitagabend, als er hier an der Sebener zur Vertragsunterschrift war, wie besonders es auch ist, hierher zu kommen. Und natürlich hat es dieses Auftaktprogramm gegen Dortmund in sich, gegen seinen ehemaligen Verein, mit dem er 2017 den DFB-Pokal holte. Aber da meinte er, das ist genauso wie bei einem Stürmer. Wenn man den fragt, ob er in dem nächsten Spiel vorm Tor die Bude macht oder nicht, das, da sieht er eher die Chance als das Risiko. Und so geht das dann auch an. Gegen Dortmund und danach das K.O.-Duell gegen Freiburg. PSG hat er ins Champions League-Finale geführt, das zum Glück verloren. 2020 in Lissabon gegen den FC Bayern. Ein Jahr später dann hat er mit Chelsea Manchester City im Finale geknackt, 1:0. Das kann er dann gerne mit seiner neuen Mannschaft wiederholen. Im Königsklassen-Viertelfinale. So, ihr tippt weiter fleißig. Und meistens zugunsten des FC Bayern. Hinspiel gegen Dortmund war ja ein relativ unglückliches 2:2. Die Bayern führten mit 2:0 und dann 90 plus 5 der Ausgleich für den BVB. Immer wieder die Frage, wo ist Jamal Musiala? Für die, die später eingeschaltet haben, wiederhole ich mich da gerne. Der deutsche Nationalspieler hat ja leider einen Muskelfaserriss erlitten im letzten Bayern-Spiel in Leverkusen. Jamal Musiala bestritt Liga im Topspiel.
haben sie 1:0 Wolfsburg besiegt am Campus. Dadurch Platz 1 in der Bundesliga erobert. Und hoffentlich wird das Thomas Tuchel dann ebenso mit seiner Mannschaft wuppen können am Samstag. So, kaum ist es mir über die Lippen gekommen. Schon muss ich eventuell eine Rückzieher machen. Also die Pressekonferenz mit den Frauen heute 18:30 ist leider doch nicht safe, ob es jetzt live stattfindet oder nicht. Aber die wichtigsten Inhalte werdet ihr dann auf alle Fälle über unsere Kanäle verfolgen können. Und das Wichtigste ist ja dann auf dem Rasen morgen gegen Arsenal. Hinspiel 1:0 in der Allianz Arena. Vielleicht habt ihr es verfolgen können. Und morgen dann 21 Uhr das Viertelfinalrückspiel in der Women's Champions League. Also der erste Eindruck, wenn man das hier so beobachtet, natürlich konzentriert. Man ist natürlich gespannt auf den neuen Input. Thomas Tuchel hatte für mich zumindest einen sehr souveränen, gelösten, sympathischen Eindruck gemacht auf dieser Pressekonferenz am Samstag. Wer es nicht von euch verfolgt hat, könnt ihr auch nochmal auf unseren Kanälen euch anschauen. Aber man hat ihm diese Vorfreude auf diesen Verein deutlich angespürt. Und auch diesen Druck, der natürlich hier beim FC Bayern herrscht, auch den hat er positiv aufgenommen. Das gehört dazu. Aber ich glaube, diese Lust, mit diesen tollen Spielern zusammenzuarbeiten und auch ja, die Möglichkeit, dann in allen drei Wettbewerben weiterzukommen, vorne mitzuspielen, das, meine ich zumindest, konnte man deutlich bei ihm raushören, rausspüren. So, die Übung dauert jetzt noch eine Minute und wir bleiben noch, ja, gute 2 bis 3 Minuten drauf. Dann sind diese 15 Minuten vorbei, die für die Öffentlichkeit bestimmt waren, sprich für die externen Medien, aber auch für uns, die wir vor euch gerne übertragen haben, um eben die ersten Eindrücke von Thomas Tuchel und auch seinem Co-Trainer Arno Michels hier zu bekommen. Wie gesagt,